Hi Leute, hier ist Heikap Christian und willkommen zum zweiten Teil meiner Serie mit kurzen, knackigen, gesunden, vollwertigen Kochrezepten. Heute möchte ich euch zeigen, wie man saure Beeren oder sowas wie Cranberries halbwegs genießbar machen kann, indem man einen Aufstrich daraus herstellt oder einfach irgendeine Soße, die man sich auf Pfannkuchen drauf machen kann. Den Tipp habe ich ebenfalls von Chef AJ. Yay, AJ ist toll. Checkt Chef AJ aus. Ja, los geht's. Wieder ganz einfach. Ich nehme meine Cranberries, in diesem Fall 340 Gramm. Tue die alle in einen Topf rein und nehme einen Saft. In dem Fall ist das jetzt naturtrüber Apfelsaft im Glas. Ihr könnt auch Birnensaft nehmen oder jeden anderen Saft. Achtet nur darauf, dass er vegan ist. Und davon schütte ich jetzt so viel da rein, dass die Cranberries relativ gut bedeckt sind. So, ungefähr. Das bringe ich jetzt zum Kochen und lasse das ungefähr 20 Minuten auf niedriger Stufe köcheln. So, wenn es fertig ist, Herd runterdrehen. Und jetzt entweder abkühlen lassen und so genießen oder noch einmal mit dem Vitamix pürieren. So sieht das jetzt aus, unpüriert. Das ist ziemlich dick geworden, wie ein Fruchtaufstrich halt. Und passt wunderbar zu zum Beispiel einem Schokopudding, den ich selbst gemacht habe, mit der selbstgemachten Mandelmilch, die ich euch gezeigt habe. Yay!